Good day! Willkommen zurück zu Guild Wars Eye of the North. Wir sind hier in der Umbral-Grotte. Ich habe nochmal wieder zurückgestellt auf Full HD, weil ich es doch ein bisschen umständlich fand, immer mit diesem Bild drüberlegen, über diesen Übergang des Gebietswechsels, damit man den Desktop nicht sieht und so. Ich dachte, okay, das wird schon so passen. So. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so in Full HD. Ich denke, der Unterschied ist relativ marginal. Heute wollen wir erstmal den Unterstoff der Schneemänner, das machen wir jetzt. Und im Anschluss schauen wir mal, ob wir noch durch das Portal kommen, um dann irgendwie hier unten irgendwo zu landen. Deshalb, so, würde ich sagen, quatschen wir doch mal mit. Ich habe Loschar schon ausgerüstet. Zudem müssen wir gar nicht, wir müssen dort oben, zu Chores Tiefenläufer. Und der fordert von uns, dass wir die 4 Kartenteile haben. Wir haben die 4 Kartenteile. Bereits in weiser Voraussicht, was gibt es an der Front? Gesammelt, so, was sagst du? Wir sind Könige, Zerstörer und sind ziemlich gleichgültig. Die Frage ist doch, seid ihr in der Lage, die verlorene Teile dieser Schatzkarte zu finden? Sie müssen hier irgendwo in den Bergen sein, aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Bringt mir alle Kartenteile und wir werden sehen, ob wir dieses Rätsel gemeinsam lösen können, ja? Es gibt 15.000 Erfahrungspunkte. Und hier ein Skill, betrunkener Meister. Kann es gibt noch viel zu tun. Eigentlich direkt abgeben. Ich habe das gefunden. Ja. So, betrunkener Meister. Soll ich das einfach mal ausrüsten? Erhöht Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit um 11. Statt dreschen vielleicht. Das kostet Energie. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Habe ich Alkohol? Ich habe jetzt, glaube ich, gerade kein Alkohol. Ja, mit Alkohol verdoppelt sich das. Also hier 27% halt. Na, das ist halt. Da lohnt sich das wirklich. Aber, naja, Alkohol habe ich jetzt nicht. Okay. Sucht die Zwerge. Der vervollständigte Karte nach befindet sich König Hundach, Schatz. Nicht weit von hier. Unglaublich. Ich stand die ganze Zeit auf einem Vermögen, das meine kühnsten Träume übersteigt. Seid ihr bereit, reicher zu werden als die Götter? Der Outsider. Ich bin mir ganz vergessen, wie ich mich genannt habe. Klar, holen wir uns Hundas, Schatz. Ich habe die Story-Sachen, die hier standen. Diese Quests gehören jetzt gar nicht gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser König Hunde heißt, aber klar, den Schatz wollen wir auf jeden Fall plündern. Es gibt noch viel zu tun. Ja. Der geheime Unterschlupf. Der Schneemänner. Okay. Erstmal hier, ne, das übliche Prozedere. Ich habe übrigens die Sache bei Weg falsch erklärt. Ich habe ja gesagt, so, hä, das lohnt sich bei Weg ja gar nicht. Er macht ja immer Minus mit seinen Skills. Ja, aber das ist ja hier die 4 Energie und die 20 Lebenspunkte sind ja pro Verzauberung auf ihm. Normalerweise hat man aber ein paar Verzauberungen, die er auf sich selber einsetzt, damit das halt wirklich was bringt. Hier haben wir halt nur Aegis als Gruppenverzauberung und dann müssen wir hoffen, dass Weg auch mal diese Sachen hier auf sich selber wirkt, damit er halt einen besseren Boni durch Ether-Erneuerung erfährt. Deswegen ist das nicht so optimal gebaut, das Bild. Aber ich wollte es halt einfach mal versuchen. So, genug geschnackt, das ist wieder aufgeladen. Joa kann das auch noch bekommen. Hier haben wir Korrosivne. Spüre, wie der Schatz mich ruft. Hier sägt Nadrich von Trockner, kann man ihn aktivieren. Dann kommt man hier diese, ne, wie man das auch von den Norn kennt oder von Masura. Die Rufpunkte, getötete Feinde. So, jetzt ist auch wieder ready. Hier gab es noch einen anderen Weg eigentlich. Haben jetzt nicht so. Ich glaube, das ist richtig, wie wir gehen. Ja, hier kämpfen wir halt gegen Schneemänner. Die benutzen halt auch, aus dem Wintertag kennt man das, so Schneeballfertigkeiten. Sie haben ohne Geheim Unterschlupf gefunden. Schneemänner zu den Waffen. Und jetzt feuern die hier halt mit Schneewellen. Das ist ein lustiges Versteck. Deswegen wollte ich das unbedingt machen. Jetzt mir, wenn man die Karte irgendwie zusammenkriegen, kann man das machen. Oh, komm mal, viele Schneemänner. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das hier geht und ob das irgendwie schwierig war, aber ich glaube, das war relativ einfach. Ihr macht die Schneebälle eigentlich Fixschaden, also kann man eben schauen hier, wenn jemand den Schneeball einsetzt. 50 Punkte Schaden, okay, das scheint aber Fixschaden zu sein, also da hilft uns unsere Rüstung nicht weiter. Ja, ich glaube, hier sind auch noch irgendwelche Schneekugeln irgendwann durch die Gegend gerollt, die einen One-Hitten. Da muss man, ja genau, sowas habe ich gemeint. Da muss man dann aufpassen, da muss man dann hier mal irgendwie die Helden wegflaggen oder sowas. Sohn eines Grench, dafür wirst du büßen. Ne, das wirst du büßen, okay. So. Ja, ist nicht so schwer zu dodgen eigentlich.
Ich sagen, lasst uns da einfach mal den boshaften Schneemann. Die beiden boshaften Schnee. Oh, ich wurde zu Boden geworfen. Ich habe einen versteckten Stein. Einfach einen Stein in seinen Schneeball gesteckt und mich damit umgebounced. Es gibt ja auch zum Beispiel von den Schneefertigkeiten so gelber Schnee, das sind irgendwie vergiftet und. Naja, ich denke, ihr wisst, was gelber Schnee ist oder wann Schnee so gelb ist. So. Okay. Meistens kommen hier ganz normale Schneebälle auf uns zu. Das Witzige ist, dass diese Schneebälle, das war mal ein Fun-Fact, den hatte ich auch gar nicht geglaubt, dann würde ich mich verarschen, so. Diese Schneebälle verursachen Feuerschaden. Also, das macht nicht ganz so viel Sinn, irgendwie. Die normalen Angriffe, oh, ich kriege aber viel Schaden, was ist da los? Die normalen, ach, diese hässlichen Maschinen da, die so feuern. Die normalen Angriffe der Schneemänner verursachen halt ganz normal Kälteschaden, wie das auch logisch soweit ist. Okay, wenn wir die Schneemänner umhauen, jetzt gehen wir hier gleich tot. Aber jetzt sind hier, glaube ich, noch zwei. Das kriegen wir doch. Kriegen wir doch hin. Chorus will... Oh mein Chorus, ist das schlimm, wenn der tot ist? Ah, ne, okay, er steht wieder auf und alle Gegner besiegt. Wie sieht's denn? Das ist gut. So, irgendwer hat die Verzauberung verloren. Jura hat verloren. Ist Jura gestorben? Oh ja, Jura ist gestorben. Habe ich gar nicht mitbekommen. So eben gesehen, dass von einigen die Lebenspunkte, inklusive mir, ja nicht so hoch sind. Und weg hier mal wieder am Start mit seinen Energieproblemen. Müssen wir schauen. Aber hier zum Beispiel, dass ich Löschen dabei habe, das wird uns für die letzte Mission helfen. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert und dass wir da durchkommen, nicht, dass ich dann auch irgendwas umstellen muss. So, okay. Wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir, glaube ich, gerade relativ viele Gegner auf einmal getriggert. Ich wollte eigentlich zu den anderen laufen, aber Jura hat sich schon in diese Meute hier geportet. Deshalb, ja. Kann ich euch alle benommen machen eigentlich? Habe ich das geschafft? Na, das sind viele Leute, das sind viele. Oh mein Gott. mein ewiger Aura hat mich gerade wiedergeholt. So, kämpfen wir uns mal hier durch. Das müssen wir doch schaffen. Also es ist nicht so leicht, wie ich gedacht hätte. Könnte aber eventuell daran liegen, dass das Team nicht optimal ist. Das haben wir ja schon gemerkt beim Angriff auf die Festung so, dass das alles nicht so geklappt hat, dass es da dass irgendwas nicht so gut gefunzt hat, wie man so schön sagt. So, Runenhammer. Da hinten haben wir ein Signallicht. Vielleicht sollte ich das mal aktivieren, dann muss man nicht so viel laufen, falls wir wirklich mal drauf gehen sollten. Kann ja auch nochmal unerwartet... Lag die Karte gerade? Ja, die Gebietskarte. Falls wir... Und erwartet immer von so einem Schneeball überrollt werden oder so. So diesen großen Schneeball da. So. Schauen wir uns mal überhaupt die Karte an. Was haben wir denn hier? Verliesschlüssel. Verliesportal. Also wir müssen hier zum Verliesschlüssel, um das Portal hier zu öffnen. Hier haben wir Frosty. Bossschloss. Okay, du lässt dann den Schlüssel für den Bossraum frei und... Bist du denn schon der Boss? Oder müssen wir so laufen? Erst durch die Tür und dann kommt Frosty. Aber dann müssen wir da auch wieder hin. Naja, mal sehen. Schauen wir mal, wie das läuft. So, erstmal haben wir jetzt das Problem, dass nur noch Brando und Yosha leben. Und ihr habt beide keine Wiederbelebungsfertigkeit. Sonst hättet ihr jetzt schon was gemacht. Okay, das heißt, ich werde mich so positionieren und hoffen, dass ich mit ewiger Aura Leute wiederholen kann. So, haut mich mal um. Ich müsste ja dann auch sofort wieder aufstehen. So, zack, ich bin wieder da. Einige sind zurück. Kann ich uns mal ein bisschen hierhin bewegen? Ah, eigentlich wollte ich aus der Reichweite der Schneemänner raus. Okay, aber Dunkoro ist noch am Start. Moment, kann ich dich noch ein bisschen weiter? Der Schneemann ist gerade einfach gestorben. Woran? In die Gift oder sowas? Das warten wir mal, bis sie alle wiederbelebt sind. Und dann geht das weiter. Die ewige Aura kommt wieder an. Minus 20 schon wieder. Hab ich hier nicht noch irgendwas, was mir helfen kann? Komm, Koss. Wir brauchen wieder ein bisschen Unterstützung hier. Goldei, auf geht's. Das hätte ich auch machen können. Schriftrolle der Wiederbelebung. Da denke ich irgendwie nie. Wag mal Beihofstein. Ach, ich bin Level abgekommen. Vorhin habe ich noch geguckt, ob ich denn schon Level 20 bin.
Das heißt, dass ich nicht mal irgendwie skillen muss, nicht wahr? Kann ich jetzt nicht, okay. Dann mache ich das jetzt mal ein bisschen wahllos hier. So, Stärke. Habe ich noch was in Taktik? Nee, aber Windgebete. Machen wir das jetzt erstmal so. Okay. Dann würde ich sagen, können wir ja weiter. Die Aura habe ich nicht angemacht. Da diese Eisgeysire oder was das da ist, diese Eisausstöße, sollten wir nicht unbedingt laufen. Okay. Und dann wollen wir mal ein bisschen weiter am Takt. Hier werden natürlich ordentlich verlangsamt durch diese ganzen Eisangriffe hier. Das hat Eismagier so an sich, dass es gerne mal verlangsamt. Ewige Aura direkt aus. Ich hab's mitbekommen. Und ich bin wieder tot. Dunkoro kann viel heilen, also viel Leute wiederbeleben. Macht seinen Job bestimmt ganz gut und weg echt perfekt gebautes Bild. Mal wieder ohne Energy hier. So, weiter geht's. Nicht da. Oh wow. Eisschauer. Okay, ihr seid wohl Waldläufer. Dann es gab halt diesen Wintertags, dieses Schneeballschlachte Weiner gegen Rand, da gab es auch immer so, also man hat diese Standard-Skills gehabt, ein Schneeball, versteckter Stein, gelber Schnee, Schneekornetto oder Mega-Schneeball. Und dann gab es auch so Sachen wie, also hier so klassenspezifisch zum Beispiel, diesen Eisschauer-Skill hier, den haben Waldläufer gehabt, die mehrere treffen können. Es gab noch immer sowas wie Festtagsmelancholie oder sowas hieß vom Nekromanten etwas. Und ja, ich weiß nicht mehr genau, welche Klasse was noch so hatte. Ich glaube, Krieger hatte so einen Schrei, mit dem alle schneller gerannt sind. Hat auf jeden Fall immer viel Spaß gemacht, diese Schneeballsachen. Das habe ich auch mit dem Kumpel von mir, dem Neresto damals, häufiger auch gemacht. Und das war eine coole Sache. Inzwischen fehlen in Guild Wars, also es gibt diese Events zwar noch, aber inzwischen fehlen so ein bisschen die Spieler. Hier, vielleicht sollte ich näher rangehen, damit Dunkoro euch auch wiederbelebt. Inzwischen fehlen so ein bisschen die Spieler dafür, also ich habe mal versucht, das mal wieder zu machen, aber ich bin da nicht in eine Gruppe gezogen worden. Ja, ich habe ja mal auf die Zeit geguckt, wie lange ich schon aufnehme, es sind ja auch schon 12 Minuten hier an der Stelle, das heißt viel mehr jetzt diesen Unterschlupf der Schneemänner werden wir doch nicht machen. Wir hatten jetzt ja auch schon den einen oder anderen ein bisschen längeren Part, den haben wir halt dieses Mal ein bisschen kürzeren. Mal sehen, vielleicht wird es auch doch ein ganz normal langer Part hier. Wir sind ja auch noch nicht durch. Jetzt für die Hälfte oder so. So. Was kann man denn jetzt noch so machen? Hier müssen wir wieder aufpassen. Vielleicht lassen wir erstmal so Leute wie weg und so. Vielleicht mal ein bisschen an Energie gewinnen. Es ist zwar jetzt zum Warten ein bisschen langweilig. Aber das ist besser, wenn wir auch jemanden haben, der uns ein bisschen heilen und bezaubern kann. Steht niemand in dem Strahl, ne? Nee, okay. Ewige Auras an. Jura kann ich das nochmal eben geben. Einen Tiergefährten. Aggressiver Rennkäfer. So, schon mal anwählen hier. Wer ist von uns am meisten gestorben? Also ich bin auf jeden Fall sehr gut dabei mit minus 28. Ist noch jemand besser dabei als ich? Ja, Jura, minus 39. Dazu muss man sagen, Jura portet sich aber auch irgendwie, ne? Brandor ist genauso gut dabei wie ich. Dunkoro und Gwen. Gwen hat sogar eine plus 2. Wann war denn hier bitte ein Boss? Ich habe gar keinen Boss bemerkt. Dunkoro hat nämlich auch plus 2. Interessant. Loscha kann ich nicht einsehen. Chorus Tiefenläufer. Macht der eigentlich was? Kämpft der eigentlich mit? Ja, weg ist immer noch nicht voll. Wo ist denn der Chorus? Ach da. Du bist ein Waldläufer. Ich spüre, wie der Schatz mich ruft. Ah, okay. Wieder einige Gegner. Dann wollen wir mal. Diesen heiligen Hallen. Oh. Lawine. Genommen halt des Todes. Ich habe nicht genug erwischt, glaube ich.
Aber hier, wenn ihr so ein bisschen bald, also bald, wenn ihr euch so auf einen Haufen stellt, dann kann man euch natürlich viel einfacher platt machen. Mit solchen Angriffen hier zum Beispiel. 50 Zwergenrufpunkte. Eventuell ist das hier ein Ort, der dafür gemacht wurde, um hier Zwergenrufpunkte zu farmen. Wie viele Zwergenrufpunkte habe ich denn? Habe ich schon irgendeinen Titel? Ja, Gründer, hier. Ich bin ein Gründer. So, haben wir hier irgendwas? Da haben wir einen. Oh, hier haben wir Moas. Kann man als weiterer scheinbar Moas zähmen, wenn man das möchte. Boah, ist das hier gar kein Signallicht? Es ist einfach nur Licht von draußen. Normalerweise leuchten Signallichter erstmal so komisch auf und wenn man da näher rankommt, dann formen die sich zu so einer Sphäre, also zu so einer Kugel. Okay, da hat mich das Licht dann einfach mal richtig schön getrollt. So gesegneter Schneemann, der wahrscheinlich als ein Mönch da, nehme ich an. So, kommt her. Also schwer ist das hier nicht. Also mit einem halbwegs funktionierenden Teambild, kommt man hier durch. Ohne Probleme, denke ich mal. So, wenn man dann sich... Oh, ihr könnt euch... Was war denn? Ein goldenen Gegenstand? Eine Stachelaxt. Stachelaxt steht da und ich schaue mir den Hammer an. Perfekt. Okay. So, hier haben wir jetzt das hier. Sieht ihr, das Licht, meine ich. Ne? Das sieht sich dort zum Verwechseln ähnlich oder so. Bin ich denn richtig? Ne, hier ist das Tor. Aber wir können die beiden hier schon mal ausschalten, ruhig. Dann haben wir das Verlies Schloss. Brauchen wir aber den Schlüssel für. Also, gesegneter Schneemann verwandelt sich in Dweiner. Was ganz lustig ist. Gibt es irgendeine Erklärung überhaupt, wieso hier Schneemänner sind? Naja, ist ja. Ist ja auch egal. Wow, okay, das ist jetzt wieder ein bisschen schwierigere Passage, denke ich mal. Wieder mit diesen ekligen Maschinen, die genauso in die Eiswurfpfeile schießen. Die machen nur 20 Punkte Schaden. Besser als 50. Strahl des Urteils ging ins Leere gekonnt. Fighten, was sagt weg? Weg ist mal wieder ohne Energy. Also wir müssen mal schauen, wie weit wir damit kommen. Eventuell muss ich das doch umstellen, auch wenn ich es nicht möchte. Also ich stelle es da nicht irgendwie um, weil so aus Convenience oder so, sondern weil es einfach nicht anders geht. Weil es sonst nicht funktioniert. Da habe ich etwas ausprobieren wollen und es scheint einfach nicht zu klappen. So hilft Fleck ja keinem von uns. Wenn er ständig out of energy hier ist. So, was bringt uns das eigentlich? Ah ja, zusätzliche Rufpunkte. Hier haben wir eine verschlossene Truhe, aber wir hatten keinen Dietrich, ne? Nee. Verlies Schlüssel. Okay. Okay, jetzt ist Gwen auch mal gestorben. Wie sieht's aus mit Dunkoro? Dunkoro ist bei plus 10. Was zur Hölle? Dunkoro ist richtig guter Carry, Mann. Er ist der Einzige, der so ziemlich nicht... Okay, mit Losha. Der Einzige, der halt nicht zu uns passt, hab ich ja schon mal gesagt. Aber er ist halt... Wo ist weg? Okay. Aber er ist halt der Carry. Ogden hat plus 1. Ogden ist eigentlich auch nicht schlecht. Ogden mag ich halt auch, weil er so ein Tiergefährte hat und so. Viele sagen ja, Tiergefährten sind ziemlich useless und... Es lohnt sich nicht, so mit Tiergefährten zu spielen, aber keine Ahnung, ich finde, wenn man das mag, so wenn einem das gefällt, und ich finde Tiergefährten eigentlich auch ziemlich cool. Also ich finde Tiergefährten besser als Untote beispielsweise. Auch wenn Untote halt wieder metamäßig besser sind. So, aber keine Ahnung, Tiergefährte ist irgendwie cool. Die kann man einen Namen geben, wenn es der eigene Tiergefährte ist. Bei Helden habe ich ja gemerkt, geht das wohl nicht. Ich bin irgendwie anders in Erinnerung. Aber ist eigentlich schon eine ganz coole Sache, finde ich. So. Das ist jetzt offen. Jetzt fehlt dann ja eigentlich nicht mehr so viel. Geheime Eis. Das eisige Schicksal erleiden wie der Zwergenkönig. Okay, dieser Typ ist wohl der Zwergenkönig da, dieser. Hunda. Diese Passage scheint mir jetzt nicht so schwer zu sein. Also am Anfang haben wir, glaube ich, auch gegen solche Gegner hier gekämpft, die so aufgestellt waren, so ein bisschen in so einem so kreisbildend, aber die haben uns mehr Probleme gemacht. Hier ist jetzt auch nur ein von so einer Maschine. Ja, okay, Losha ist auch schon wieder erledigt.
Ja, ich kann ja eigentlich auch mal was sagen zu der Skill, die ich Gwen gegeben habe. Ja? Gwen hat zum Beispiel hier ihren Elite-Skill, der schmeißt Gegner 4 Sekunden zu Boden, wenn sie jemanden damit unterbricht. Ich stelle uns mal ein bisschen hier hin, so, damit wir es regenerieren können und diese Maschine uns dann nicht mehr weiter abschießt. Dokoro, komm. Okay. Ah, es waren doch zwei Maschinen. Okay, ich hab noch eine gesehen. Vorhin kurz. Was macht Sinn noch? Die verursacht tiefe Wunde, macht ein bisschen Schaden, haut Leute um, die Angriffsfertigkeiten verwenden, macht ein bisschen Schaden. Und diese beiden Skills sind halt dafür da, um ja Leute, die normal angreifen, so mit Stäben angreifen oder mit ja, Nahkämpfer und so, den Schaden zu machen. Messmaß halt eine Schadensklasse. Gilt ja als die offensiv beste Klasse. Da haben wir auch schon Frosty. Die werde ich sowas von mit Benommenheit belegen, Mann, so. Und darauf kannst du aber sowas von ausgehen hier. Oh, boah, ich bin gestorben. Ja, komm her, Frosty. Okay, das war jetzt irgendwie nicht besonders schwierig, ne? Bosskopfgeld von 200 Rufpunkten. Bin ich jetzt schon was Tolleres als Gründer? Okay, nee, da fehlen doch auch einige. Jetzt habt ihr gerade gesehen, diese komische Animation, dass die Gegner da so am Boden ja, jetzt kann ich kein Deutsch mehr. Ja, perfekt. Ja, das war die Elite-Fertigkeit wohl von Gwen. Hier ist der Boss-Schlüssel. Und weiß ich nicht, ich fand, es gab schwere Gegnerkonstellationen hier als das. Okay. Ja, hier ist noch eine verschlossene Stroh. Kann man bestimmt auch gut, wenn man hier mit ein bisschen Dietrichen reingeht. So lange geht dauert das ja auch nicht, oder? Wir haben 20 Minuten jetzt doch schon erreicht. Dann ist doch kein etwas kürzerer Part. Das war's. Kein Zusatzboss. Ein Bierrezept und Aufzeichnungen. Zwergenskelett. Letzte Überreste eines Zwergs. Da ist er, jetzt werden wir. Was bei der bärtigen Zwergengöttin ist das? Bier? König und das legendäre Schatz ist ein Fass Bier. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gerade, der freut sich jetzt. Wir sind die ganze Zeit hier gekommen. Dann können wir das Bier auch probieren. Geh doch nicht so rüber, besoffen da oben zu torkeln. Okay, das ist jetzt eher typisch Zwerg. Okay, schau mal, was sagen die Aufzeichnungen denn? Ich habe das beste Bier entwickelt, das je durch eine Zwergenkehle rinnen wird. Und dann sitze ich ausgerechnet hier fest, wo es niemand außer mir je probieren kann. Nach dem Einsturz finde ich keinen Ausgang mehr zu diesen Höhlen. Meine letzten Tage werde ich berauscht vom köstlichsten Bier der Welt verbringen. Ein Zwergenkönig kann kaum auf bessere Weise sein Ende finden. Ich bedauere nur, dass niemand je wissen wird, was ich gebraut habe. Okay, Herrscher von Daedrimor. Ja, hier ist das Bierrezept. Wir den alten Zwerg die Zutaten für auch schade, warum stand das da nicht? Dann hätte man jetzt ein Rezept für ein königliches Bier gehabt. Okay, das zählt jetzt wirklich als Verlies. Also hier mit so einer Endtruhe und so weiter. Eierflip! Jetzt haben wir einen Grund, diesen einen Skill, betrunkenen Meister einzusetzen, Schneemannmacher. Okay, der wird direkt eingesetzt. Yay! Die Schneemann-Gegner sahen aber anders aus. Hey, sieht halt richtig aus wie Brandor! Stehst im Schneemann! Okay, weg. Nein! Schneemann ist wieder weg. Okay, den Eierflip bewahre ich mir auf. Vielleicht kann ich den einmal betrunkener Meister irgendwie einsetzen. Das wird dann irgendwann unsere geheime Strategie für den Endboss oder so. Kann man hier noch irgendwas machen? Hier kann man gar nichts mehr machen. Okay, das Spiel wird uns jetzt zurückporten in den Außenposten. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen an der Stelle, beende ich dann den Part. Im nächsten Part geht es dann gewohnt weiter. Aber dann haben wir das auch mal gezeigt. Ich habe ja gesagt, dass ich das machen wollte. Und vielleicht hat es ja gefallen. Vielleicht wusstet ihr auch gar nicht, wofür diese Kartenteile sind. Oder dass man dann hier landet. Ist ja eine ganz lustige Angelegenheit. Also kann man bestimmt mal machen. Hier scheint man noch gut Zwergenpunkte farmen zu können. Also wer das machen möchte. Ja. Okay, dann sehen wir uns im nächsten GeForce-Part. Ich danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Oh ja, genau.